einen schönen Mittwochabend aus dem Gefrierfach namens Allianzstadion, von den Fans auch Weststadion genannt, zum Cup-Viertelfinale Rapid gegen die SV Ried. Und bei klärenden Temperaturen darf ich auch unseren Experten begrüßen, Peter Hackmeier. Hallo Christian. Es wird vielleicht eine Angelegenheit, wo man einen kühlen Kopf benötigt am heutigen Abend. Gleich einmal vorweg, inwieweit wirkt sich denn diese Temperatur um die minus 10 Grad hier heute auf dieses Spiel, auf die Spieler aus? Nein, die Spieler haben eine angenehme Aufgabe, die dürfen zumindest herumlaufen und den Ball nachjagen. Dann sind die Trainer und wir schon schwieriger. Aber Spaß beiseite, es ist, wird zeigen, wer es mehr will. Also bei minus 10 Temperaturen ist nicht das schönste Fußballwetter, aber wer beißt sich mehr rein, wer trotz der Kälte mehr, das wird auch ein Faktor sein, der heute ja, zum Sieg führen kann. Ja, und es gibt zwei unglaubliche Statistiken. Die eine besagt, dass Ried hier in diesem Stadion in der Bundesliga bei 40 Versuchen nicht ein einziges Mal gewinnen konnte. 8 Unentschieden, 32 Niederlagen. Aber im Gegensatz dazu gab es 3 Duelle im Cup und alle 3 konnte Ried siegreich beenden. Wo setzt man da heute von beiden Seiten mental an? Also wenn ich das wüsste, bin ich ja damals auch selber noch ein paar Mal im Bus gesessen bei den 40 Auswärtsreisen zu Rapid. 16.000 Kilometer insgesamt. Aber definitiv ist das eine mentale Frage. Also bei uns war es wirklich damals schon so, wenn wir hier nach Hütteldorf gekommen sind, haben wir gewusst, da wird es ganz schwer was zu holen. Auf der anderen Seite wirklich sehr spannend, dass die Rieder das geschafft haben, im Cup das umzudrehen. Der Pokal hat andere Gesetze, es geht in 90 Minuten um alles und ich glaube, dass da heute auch für die Rieder was drinnen ist. Ja, einmal haben sie hier triumphieren können, allerdings auch nicht nach 90 Minuten, sondern eben im Cup in der Verlängerung und da gab es einen 2:1 Auswärtserfolg, damals nämlich am 26. Oktober 2011 mit den Torschützen Hinum, Drazan mit dem Ausgleich. Und dann gab es noch einen Traumtreffer von Anel Hadžić, der diese Partie entschieden hat. Ja, und auf jeden Fall ein Signal für die Rieder, auch wenn wir heute eine ganz andere Mannschaft sehen werden, dass hier was zu holen ist. Und ich gehe wirklich davon aus, Rapid, ja klar, geht als Favorit in dieses Spiel, aber dass für die Rieder da auch was drinnen ist. Ich darf den Sportdirektor begrüßen, Freddy Bickel, ohne Handschuhe, abgehärtet hier vor diesem Kampf. Ja, versuchen ein Vorbild zu sein, aber es wird schwierig heute. Oder war das Ergebnis zu erwärmen? Zuletzt in der Bundesliga, eben den LASK besiegt 2:0. Ein richtungsweisendes Spiel, hat man gesehen. Die Mannschaft kommt mit Mannschaften, die pressen, wie heute vielleicht auch Ried, zurecht. Ja, es hat ganz sicher gut getan. Da müssen wir nicht groß herum diskutieren, das ist so. Aber ich denke, es hat uns überhaupt nichts gebracht, wenn es heute wieder falsch rauskommt. Und daher wissen wir auch, was heute auf dem Spiel steht. Wir haben einen Tabellenführer hier, also zu Gast, nämlich den Tabellenführer der zweiten Liga gegen vierten der Bundesliga. Peter, ist das nicht automatisch eine ganz klare Favoritenzuteilung zugunsten des Bundesligisten oder täuscht das? Am Papier auf jeden Fall, aber ihr habt die Pressingrolle angesprochen. Ried strotzt nur so von Selbstvertrauen, auch wenn sie jetzt nicht perfekt in das Frühjahr gestartet sind. Aber sie kommen als Tabellenführer hierher, sie haben viele Tore erzielt, sie haben viele Erfolgserlebnisse gesammelt in dieser Saison und da kann man schon mit breiter Brust in das Spiel reingehen, aber ganz klar ist, am Papier ist nach wie vor Rapid der Favorit. Herr Bickel, Sie haben kritisiert, dass heute hier überhaupt gespielt wird bei geschätzten minus 10 Grad in Hütteldorf. Warum denn dieser Ansatz der Kritik Ihrer Meinung nach? Ich denke nicht, dass ich Kritik geübt habe. Es ist so rausgekommen, das stimmt, ja. Ich habe einfach gesagt, ich würde es gut finden, wenn man sich die ganze Sache überlegt. Und wenn man solche Temperaturen auch irgendwo ins Reglement aufnehmen würde. Wie in Deutschland. Aber, genau, wie Deutschland. Aber ich habe mich bewusst eigentlich kurz gehalten, weil ja, ich will nicht, dass das in die Mannschaft kommt, dass wir groß darüber diskutieren und dass das irgendwo ein Thema wird. Wir sehen es vielleicht heute auch, wir haben die ersten 10 Minuten im Innenraum des Stadions einlaufen lassen. Wir versuchen es einfach so gut wie möglich zu kompensieren. Wie wichtig ist es denn heute hier aufzusteigen? Letztes Jahr waren wir im Finale, 22 Jahre kein Titel, auch für den Trainer, damit er endlich Ruhe einkehrt. Ja, ich denke, wir haben etwas mehr Ruhe intern, als es extern aussieht. Aber ich verstehe das auch vollkommen und kann das alles nachvollziehen. Aber ich sage es nochmals, für den Cup-Final braucht es noch einen weiteren Schritt, dann anschließend überhaupt. Aber heute ist einfach wichtig, dass wir auch den Samstag bestätigen oder das letzte Wochenende bestätigen. Ich glaube auch, dass wir auf einem nicht so schlechten Weg waren, wie es vielleicht gegen außen ausgesehen hat. Ich nehme vor allem das Spiel gegen Sturm Graz. Aber eben, das ist alles heute Makulatur, wenn du das nicht über die Bühne bringst.
ab ins Warme, damit Sie sich nicht verkühlen. Danke für das Gespräch, Freddy Bickel. Danke auch. Wir werfen bitte einen Blick auf die Aufstellung von Rapid und sehen, da haben Sie tatsächlich alles in die Waagschale geworfen, um heute hier den Halbfinaleinzug zu fixieren. Und ist auch genauso wichtig. Also man darf hier, nur weil es gegen einen Zweitligisten geht, überhaupt nicht nachlassen. Man muss da in Bestbesetzung auftreten. Ein Quiliteier, dem der Knoten jetzt geplatzt ist, letzte Woche. Mit zwei Toren gegen der Last. Genau, zumindest. Und wo wir sehen werden, ob er dieses Selbstvertrauen auch mit in dieses Spiel nehmen kann. Aber an sich das Beste, was Rapid im Moment hergibt. Goran Djuricin im Gespräch mit meiner Kollegin Christine Inhof. Bitteschön. Rapids einzige Chance auf einen Titel bietet sich hier im Cup und da darf ein Erstligist eigentlich kein Stolperstein sein. Goran Djuricin, worauf wird es ankommen, vor allem auch bei diesen Wetterbedingungen? Ja, das sehe ich nicht so. Im Cup hat es schon mehrere Stolpersteine gegeben, die sogar noch niedriger gespielt haben. Aber wir dürfen uns heute natürlich nichts erlauben. Wir müssen so stabil spielen gegen LASK. Und der Gegner wird es uns nicht leicht machen. Also wir müssen alles reinhauen. Wir müssen ruhig bleiben, geduldig sein und dann ist sicher viel drin heute. Im Großen und Ganzen vertrauen Sie eigentlich auch der Aufstellung, die gegen den LASK gewonnen hat. Quilitaia da vorne wieder ran nach dem Doppelpack, statt Sonnleitner, aber dann Galvao in der Startelf. Und vor allem Strebinger bekommt den Vorzug, nicht der bisherige Cup-Torhüter Knoflach. Warum? Es ist einfach, Knofi hat sich leicht wehgetan, es ist nichts Schlimmes, er spürt ein Ziehen hinten und es ist eine professionelle Einstellung und auch positiv, wenn es sich, dass er gesagt hat, er kann der Mannschaft so nicht helfen und das war eine sehr wertvolle Information für uns und wenn er nicht hundertprozentig fit ist, dann kann er auch nicht im Kader sein. Ried hat den LASK im Cup geschlagen und Rapid jetzt auch den LASK und da können wir gleich auf die Aufstellung der Rieder schauen, die ähnlich. Zumindest was das Pressing betrifft, eben wie die Schwarz-Weißen, die hier verloren haben. Und da gibt es die ein oder andere kleine Veränderung. Ja, und mit Walch rechts auf der Seite sogar eine Spur noch offensiver. Und ich bin wirklich sehr gespannt, ob sie diese offensive Aufstellung am Papier auch auf dem Platz so ummünzen werden. Der Bordenk in der Innenverteidigung. Ja, nach dem Fehler von Rainer im letzten Spiel war das vorherzusehen und ist auch die Stamminnenverteidigung so in dieser Form, also es war abzusehen. Also für dich logisch, eine klare Erklärung, die Erklärung vom Cheftrainer holen wir uns jetzt ab von Lasser Djabi, bitteschön. Ja, wir haben schon geplant, dass man Boateng gegen Rapid gewinnt. Der Boateng ist jetzt eine Abwehr, die sehr, sehr aggressiv ist. Wir wissen auch, dass Rapid Wien ist nicht etwas, der Rapid Wien wird auch die Druck machen. Da werden sie auch so viel nach vorne spielen. Und dafür brauchen wir in die Defensive auch Spieler, die nicht nur spielerisch stark, sondern Zweikampf richtig stark. Ansonsten im offensiven Mittelfeld spielt noch Walch statt Grigic. Wie geht aber grundsätzlich die Mannschaft mit diesen schwierigen Wetterbedingungen um? Ja gut, das ist eine richtige Frage. Du fragst einen Afrikaner, der lebenslang bei 20 und 30 Grad leben. Es ist sehr, sehr kalt, aber solange die Bundesliga und den ÖFB entschieden, dass wir spielen, dann spielen wir. In Deutschland wird bei 15 Minus nicht gespielt. Jetzt haben wir 12 Minus. Aber gut, es ist nur ein Spiel und da müssen wir in Zukunft einfach über solche Sachen aufpassen, weil es geht zuerst um die Gesundheit der Spieler. Wenn jemand Probleme mit seinen Lungen hat, dann schaut nicht gut aus. Danke auch. Am Platz steht kein Cupsieger, am Feld einer im Tor, nämlich Thomas Gebauer. Bei mir stehen zwei Cupsieger. Peter Hackmann einmal mit Ried und Frankie Schimmer fünfmal. Unglaubliche Bilanz. Jetzt Sportchef, verantwortlich für das Geschehen in Ried. Mit wie viel Optimismus, nachdem wir heute die Bilanz gehört haben, 40 Mal in der Bundesliga hier nicht gewonnen, da waren Sie auch das ein oder andere Mal im Bus als Ried-Spieler. Ja. Wie kann man es heute drehen, Frankie Schimmer? Es ist nicht einfach da in Hütteldorf, das ist ganz klar. Aber ja, ich denke, wir haben eine sehr, sehr gute Truppe, sehr, sehr giftige Mannschaft. Und wir werden sicher unseren Gegner heute nicht leicht machen. Die Außenseiterrolle kann man natürlich hier in den Mittelpunkt stellen, wenn man aus Liga 2 kommt. Aber wenn man dort vorne steht und aufsteigen will, könnte man dann vielleicht hier von einem Überraschungseffekt sprechen. Auch taktisch heute, von der Anlage her? Ja, ich hoffe schon, dass wir heute überraschen, ganz klar. Also wir sind da nicht auf einen Ausflug hierher gefahren, wir wollen eine Runde weiterkommen. Wir sind jetzt im Viertelfinale, da ist das Finale nicht mehr weit weg und das ist natürlich auch unser großes Ziel, das ist ganz klar. Und wir werden heute dafür, glaube ich, 120% dafür geben. Ihr beide habt ja gemeinsam gespielt, bei Ried noch in der U14, U15, jetzt ist er der Sportchef, du Experte. Wie beurteilst du denn sein Wirken bisher in Ried? Einiges umgestellt, würde man sagen. Ja, Frankie ist letztes Jahr in ein sehr kaltes Wasser geschmissen worden, ähnlich kalt. Es war fast schon eisig und in große Fußstapfen, aber sehr beeindruckend, wie du die Aufgabe
angegangen bist und wie man nach einem Jahr einfach auch deine Handschrift sehen kann und auch diese Philosophie, dieses Pressing, das du sicher aus deiner Salzburg-Zeit mitgenommen hast, das spürt man und gemeinsam mit Lasse Csabi, mit dem Trainer, merkt man, dass da ein klarer Plan herrscht, dass die Spieler wissen, worum es geht und auch das nötige Selbstvertrauen ausstrahlen, um einerseits aufsteigen zu können und andererseits auch hier Rapid-Parole zu bieten. Ja, wenn sich die Einstellung von Frankie Schimmer auf die Mannschaft überträgt, damals noch als Spieler, dann kann eigentlich nichts schiefgehen. Wie soll es denn taktisch gelingen, hier im Gefrierschrank zu Hütteldorf heute auch den Platz als Semifinalist zu verlassen? Ja, wir suchen unser Glück in der Offensive, ganz klar. Also wir wollen schnell Bälle gewinnen, wir wollen schnell nach vorne spielen und attraktiven Fußball unseren Fans immer wieder bieten. Ich meine, sind heute sehr, sehr viele mitgekommen in dieses schöne Stadion hier und ja, wir sind überzeugt davon und wirklich auch, ja, wir glauben daran, dass wir es heute schaffen. Ja, das verspricht erwärmenden Fußball zumindest. Dankeschön, Frankie Schimmer, für diese Einschätzungen. Dankeschön, Peter. In Kürze geht's los mit diesem. Herzlich willkommen. Auch von mir, da kommt man nichts ahnend von den Olympischen Winterspielen zurück, nur um dann im ÖFB Cup ein Winterspiel vorzufinden. Also ganz extreme Bedingungen auch jetzt hier im Allianzstadion in Hütteldorf. Das Match ist nichts für zarte Gemüter, aber wir vom ORF Außendienst werden natürlich versuchen, das genauso wie die Fans, die hierher gekommen sind, gut zu überstehen, diesen kalten Abend in Wien. Es werden die wenigsten Fans sein, die in dieser Saison dieses Stadion betreten haben. Rapid hat es bisher geschafft, nie weniger als 14.400 Zuschauer hereinzubringen. Bis zu 26.000 waren schon zu Gast. Aber heute natürlich bei möglicherweise zweistelligen Minusgraden ist es verständlich, dass von den knapp 10.000 schon abgesetzten Karten wohl nicht einmal alle genützt werden. Also 6.000 bis 7.000 Leute werden es schätzungsweise von den Rapid-Verantwortlichen sein, die sich dieses Match beim Minusrekord, also nicht nur möglicherweise an Zuschauerzahlen, sondern auch an Temperatur geben werden. Wahrscheinlich ist es das kälteste Match seit 30 Jahren, das wir in Österreich erlebt haben. Dazu auch natürlich auch gleich der Punkt, wir haben es gehört von Freddy Pickl, es gibt da keine Regelung in Österreich, ab welcher Temperatur ein Match vielleicht doch nicht mehr stattfinden darf. Es ist sicher viel ermessen von Schiedsrichter Markus Hameter und seinem Team, der jetzt die Mannschaften herausführt, in Absprache mit den Spielern. Wenn es natürlich dann zu übel, zu kalt wird, dann kann man das Ganze nicht mehr verantworten. Jetzt geht es auf jeden Fall einmal los. Und da gibt es Spieler wie der Mann in Weiß da hinten, Thomas Gebauer, der selbst bei diesem Wetter mit kurzen Ärmeln ins Tor geht. Der einzige Cup-Sieger der SV Ried, nämlich von 2011, ist er noch übrig als einziger Spieler. Der Kapitän im Tor. Ja, es ist das Spiel eines österreichischen Spitzenklubs aus der Bundesliga gegen einen Zweitligisten. Vermeintlich klare Sache. Es ist aber auch das Spiel eines Clubs mit Top-Torjägern, die in großer Form sind und viele Treffer erzielen, und Rapid. Denn auch wenn Kvilitaja jetzt gegen den LASK mit zwei Toren vielleicht den Bann gebrochen hat, wer weiß, ob das so weitergeht. Die Stürmerkrise bei Rapid ist eine andere als zum Beispiel bei den Riedern, die mit Csabi einen 15-fachen Saisonunterschützen in der Meisterschaft haben und dahinter gleich mit Fröschl einen 9-fachen. Also das wird ganz interessant zu beobachten sein. Noch dazu, wo ein Rapid-Stürmer erst vor kurzem die Seite gewechselt hat. Philipp Rosenig sitzt bei der SV Ried auf der Bank, hat sein Debüt in der Meisterschaft beim FAC jetzt gefeiert, wenige Minuten. Und Joel Linton, einer der beiden Offensivkräfte von Goran Djuricin, der eben mit seiner Mannschaft den LASK besiegt hat durch zwei Tore von Kvilitaja. Und jetzt sowas wie den kleinen LASK versichert. So hat es der Rapid-Trainer zumindest bezeichnet, dass Ried eben eine Art kleiner Bruder, kleine Kopie vom LASK ist. Da haben wir Lassat Csabi und Goran Djuricin im freundlichen Glückwünschen für dieses Match. Also die Spielanlage durchaus vergleichbar der beiden oberösterreichischen Clubs. Wir werden sehen, ob der Plan, den auch Frankie Schimmer uns da mitgeteilt hat, aufgehen wird, dass die Gäste in den roten Dressen durchaus
Risiko nehmen, offensiv spielen. Uns kann es recht sein, wenn dieses Match ein spannendes ist. Und jetzt geht's los. Also in Rot, von links nach rechts, der Tabellenführer der erste Liga, SV Ried am Ball war Clemens Walch bei einem Comeback. Seit Oktober hat der Tiroler am rechten Flügel nicht mehr begonnen. Rapid muss auf zwei große Namen verzichten seit einigen Wochen jetzt schon. Stefan Schwab, der Kapitän, und auch Louis Schaub, der Nationalteamspieler. Beide fehlen. Ersetzt durch Thomas Murg der eine und durch Thanos Petzos der andere. Das ist Solospitze Quilitaia erstmals. Petzos. Da versuchen es die Gäste gleich einmal rasch den Ball nach vorn zu bringen. Fröschl, Walch und Chubby gemeinsam. Das ist Bulli, Bolingoli, Bombo. Verteidiger Rapid in der bestmöglichen Besetzung. Natürlich im Cup-Viertelfinale gibt es da keine Schonung mehr. Im Tor Richard Strebinger, wir haben es auch gehört, der wäre im Cup durch Knoflach ersetzt, aber dem Cup-Goli geht es nicht hundertprozentig gut. Daher ist die Stammnummer 1 auch in diesem Match im Rapid-Tor. Thanos Petzos beim Freistoß. Gemeinsam mit Ljubicic spielt er auf der 6er-Position vor der Abwehr. Philipp Schubesberger. Der Manuel Kerche, er hat schon ein wichtiges Tor gegen Rapid erzielt im Cup, damals noch im Dress des WRC. Die Wolfsberger haben vor 3 Saisonen Rapid rausgeworfen. Pius Grabher. Die Rieder erstmals im Rapid-Strafraum holen einen Eckball heraus durch Hilkay Durmus. Das ist der Rapid-Kapitän Maximilian Hoffmann. Die 3 Hauptkapitäne fehlen, wenn man so will, mit Stefan Schwab, mit Christopher Diebon und mit Louis Schaub. Und so ist Maximilian Hoffmann jetzt in der Rolle des Kapitäns bei Rapid, der Innenverteidiger. Julian Wiesmeier, der Spielmacher. Also Manuel Kerche beim Corner, so ist es. Aber zunächst gibt es da noch ordnende Befehle von Markus Hametter. Jetzt Kerche mit dem Eckball. Oh, Strebinger schon. Mit einer schwierigen Aufgabe. Schubesberger, vielleicht ein Platzangebot für einen Konter. Walch hat mitgeholfen. Ljubicic mit dem Fehler. Und Durmus auf der linken Außenbahn gegen Auer. Wohl etwas hinter Seyfettin Chubby spielen, dem Mittelstürmer, dem Trainersohn, aber jetzt hat Strebinger diesen Angriff unterbunden.
Jörgi Kvilitaja, vielleicht ist der Bann gebrochen. 2 Tore gegen den LASK, insgesamt 3 in der gesamten Bundesliga-Saison in 24 Spielen. Das ist bei Rapid wirklich sehr auffällig, dass die Stürmer nur 9 der 40 Tore erzielt haben. Also nicht einmal ein Viertel. Versuch schnell zu spielen, noch nicht wirklich Erfolg gekriegt. Bormus gegen den anderen 39er, gegen Dejan Ljubicic. 29 gegen 39. Ein langer Ball auf Walch, der gegen Galvao am Ball bleibt. Für Clemens Walch ein, hoffentlich wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Große Verletzungsprobleme, da haben wir ihn, den 30-Jährigen mit muskulären Problemen. Zuletzt hat er sich herumschlagen müssen. Und wie gesagt, jetzt kommt er endlich wieder mal in der Stammformation zum Einsatz. Seferin Chabi, 15 Saisontore in der ersten Liga. Damit gleich auf mit Hamdi Salihi von Wiener Neustadt. Übrigens einer, der bei beiden heutigen Clubs schon gespielt hat. Chabi, der Trainersohn. So etwas wie ein Cup-Spezialist. Er hat mit 3 Toren den LASK in der vergangenen Cup-Runde im Achtelfinale aus dem Bewerb geschossen. Willi Thayer, auch einer von ganz wenigen heute mit Kurzarm-Trikot. Der Georgier, hier gestoppt. Freistoß Rapid. Thomas Gebauer, der sagt, er hat gar kein Langarm-Trikot bestellt anfangs der Saison. Das braucht der 35-Jährige nicht. Alle Partien in dieser Saison gemacht in der Liga. Philipp Schobesberger mit dem Freistoß auf Schöllinton. Und nach 8 Minuten der erste Torschuss, der erste Ball aufs Tor des Riedkapitäns. Schöllinton weit hinten, üblicherweise natürlich vorderster Stürmer, und das haben sie in den letzten Wochen geändert, spielt hinter Kvilitaja oder Berisha, und das funktioniert bei Rapid. Ja, Durmus schön durchgesetzt. Und der lange Ball auf Seferin Chabi. Und die Chance auf der anderen Seite. Schön gespielt von den Riedern und vor allem schnell. Aber erstmals Gefahr. Für Richard Ströminger. Seferin Chabi. 24 Jahre alt. Löst sich da schön von Galvao und versucht es gleich mit links. Problem für den Rapid-Goalie. Dann haben wir Thomas Murg, der eben die Rolle von Louis Schaub jetzt mitspielen muss, mehr Verantwortung fürs Offensivspiel nehmen muss. Er kam ja vor 2 Jahren von der SV Ried zu Rapid. Da ist er schon wieder. Thomas Murg auf Schöllinton. Das war eine sehr gute Chance vom Strafraum, von der Strafraumgrenze, aber er trifft nicht aufs Tor. Murg schön gewartet hier, bis der Teamkollege anspielbar ist.
den ersten 10 Minuten. Zwar noch kein Tor, aber durchaus schon die ein oder andere Chance. Auch eine für die Gäste. Das Versprechen, offensiv mitzuspielen, haben sie schon eingelöst. Kerche immer wieder für Vorstöße gut. Rechter Defensivmann. Ring auf Kerche und Bolingoli zu unsanft zieht Markus Hameter diesen Zweikampf. Freistoß SV Ried. Manuel Kerche, den es wie einige Spieler vom LASK hierher verschlagen hat, kam zu Saisonbeginn Goran Türicin, was hat er gesagt vor dem Spiel? Wenn sie offensiv spielen, dann wollen wir deren Pressing natürlich ausspielen, ausnützen, auch für eigene Angriffe. Ansonsten müssen wir Geduld beweisen. Also im Moment schaut es nicht danach aus, als ob sich die Gäste da reinstellen. Kerche beim Freistoß. Alle Rieder irgendwo mit vorn dabei. Zunächst Chabi nicht an die Flanke gekommen und Durmus konnte nichts draus machen. Magalau da direkt in Fröschl hineingelaufen. Nächster Freistoß. Noch die letzte Cup-Partie, die wir auch im Vorlauf gesehen haben. Diese überraschende 2:1 der Rieder hier im Stadion. Im Alten natürlich noch im Hanapi-Stadion. Ging relativ frisch vonstatten und auch jetzt schon einige Foulspiele hier von Galvao. Das sah Chabi, der 56-jährige Trainer, der seit gut einem Jahr jetzt hier bei den Riedern ist, davor 2 Jahre Austria Lustenau gecoacht hat und von da fast das ganze Mittelfeld mittlerweile ins Innviertel geholt. Auch heute Austria Lustenau, Vergangenheit im Ried-Mittelfeld. Quilitaia, die Rieder schon wieder fast formiert. Sehr lauffreudig. Spielt Galvao beinahe den Ball. Riskant vom Innenverteidiger, den die Wiener ja erst nach Saisonbeginn von Altach erworben haben. Ein Foul an Petzos. Thomas Fröschl. Da wieder einiges. Hoffmann. Stefan Auer seit längerem jetzt auch wieder in der Defensivkette untergebracht auf der rechten Seite. Den Vorzug gegenüber Pavelic seit vielen Spielen. Auf Schöllinton. Petzold.
so Spolingoli, man sucht den Anspielpartner. Nur in Strafraumnähe, Schobesberger, Ballverlust. Muss Freistoß geben, da haben wir noch zugewartet. Oder klares Halten gegen Wiesmeier. Rapid mit 3 Spielen im Frühjahr. Mehr als die Rieder, die erst einmal eben beim FAC vor wenigen Tagen angetreten sind, hier ein Unentschieden erreicht haben, beziehungsweise daheim gegen den FAC, so muss es heißen, Rapid mit 4 Ligaspielen und nur einem Sieg im letzten Match gegen den LASK nach 3 Spielen mit nur 2 Punkten. Chancen waren da, aber wurden eben selten verwertet und daher hat nicht viel rausgeschaut. Erleichterung nach dem Match gegen den LASK. Hoffmann über Ljubicic und schon wieder die Rieder sehr oft über links, über Durmus, der sucht einen der Offensivkräfte wie hier Fröschl. Oder Rapid auch konsequent im Verteidigen. Jetzt dieser erwähnte Versuch, dann die Räume zu nützen. Hätte fast geklappt. Die beheizte Rapidbank mit Steffen Hoffmann zum Beispiel. Mario Sonnleitner, Thomas Santo, Mario Pavelic, Manuel Thurnwald, Armin Mujakic und Christoph Haas. Mario Sonnleitner. Wenn es wahr ist, diese Information, dann ist das die einzige beheizte Bank. Die Gästebank im Stadion angeblich nicht beheizt. Ich hoffe heute schon. Wäre schon gastfreundlich bei diesem Wetter. Gegenstöße, so auch dieser, werden zumindest versucht, über Ilkay Durmus einzuleiten, über die linke Seite der Rieder. Da liegt Thomas Murg am Boden. Markus wohl auch unsanft auf den Fuß gestiegen. Fühlt sich natürlich bei dieser Kälte alles dann noch schmerzhafter an. Ja, gibt nur Einwurf retour sozusagen wegen der fairen Geste der Rieder. Kein Foulspiel. Oh, nächste taktische Griff an den Gegenspieler. Diesmal Ljubicic gegen Wiesmeier. Da sind sie schon gewarnt, dass die Rieder da sehr schnell den Angriff suchen. Cup-Viertelfinale, da gibt es natürlich oft Überraschungen. Oft für Rapid war das Viertelfinale in letzter Zeit Endstation, spätestens mit Ausnahme des Vorjahrs. Also man ist gewarnt und da ist der Tabellenführer der ersten Liga auch nicht unbedingt ein Wunschgegner. Vielleicht hat man dann durch den Einzug ins Cup-Finale letzte Saison wieder etwas Mut gefasst. Kapitän Maximilian Hoffmann hat gesagt, das war ein super Gefühl, das wollen sie wieder erleben, sie wollen nicht nur heute ins Semifinale, sie wollen auch schon den Blick aufs Finale richten. Da gab es ja in der letzten Saison eine knappe Niederlage, 1:2 gegen den Serien
Champion Red Bull Salzburg. Davor allerdings war lange Funkstille bei Rapid. Der letzte Cupsieg unglaublicherweise 1995. In einem Finalsieg gegen die SV Leoben damals. Und zweimal danach noch die Rieder den Titel geholt. 1998 und 2011 mit Thomas Gebauer damals schon im Tor. Ljubicic, so was wie der Aufsteiger der Saison und hier Proteste der Rieder und das ist Philipp Rosenik. Hätte sich wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass er so schnell wieder auf der Rapid-Bank sitzt. Diesmal allerdings als Gegner. Anfang des Jahres, also vor wenigen Wochen in Wahrheit, erst geholt worden. Ein paar Einsatzminuten hat er gegen den FAC schon bekommen. Bei Rapid hat er letztlich nur viermal von der Bank kommen dürfen. Ein einziges Spiel von Beginn an bestritten in dieser Saison. Also der Wechsel wohl logisch, auch wenn Ried jetzt kein Stürmerproblem an sich hat. Freistoß, Philipp Schobesberger oder Thomas Murk. Wer führt aus? Der Linksfuß. Ja, da kommt. Ja, Galvao war das. Falls Sie dieses Tonproblem jetzt auch gehört haben, liebe Zuschauer, entschuldigen Sie dafür. Chance des Rapid-Innenverteidigers jedenfalls. Nicht genützt. Etwas mehr als 20 Minuten sind vorüber. Teile jetzt einmal. Hinaus auf rechts auf Thomas Murk, der wieder gegen Ronny Marcos, seinen direkten Gegenspieler, aber gut gemacht, gut abgefangen von Pius Grabherr. Aber dann gibt es wahrscheinlich auch den Ball dann doch in der Mannschaft zu halten, denn sonst wird vielleicht auch die Übermacht des Bundesligisten auf Dauer 90 Minuten oder mehr zu groß. Marcos zurück zum ärmellosen Torhüter, auch Ronny Marcos, einer von wenigen ohne Langarm-Dress. Geboren in Oldenburg in Norddeutschland, das ist auch wahrscheinlich manchmal kalt. Staatsbürger von Mosambik ist. Hoffmann, Kilitaya. Ja, es ist wenig Raum hier für Rapid, aber das hat er gut gesehen. Diese Lücke auf Schoelinton, aber billiger Ballverlust. Clemens Walch. Ach, wieder das nächste Foul. Jetzt müsste dann Markus Hamed am Wohl einmal zur Tat schreiten. Tut er auch. Gelb gegen Thanos Petzos. Nicht zum ersten Mal wird ein Angriff der Gäste unsanft gestoppt. Erste gelbe Karte. Petzos erst seit dem Ausfall von Stefan Schwab jetzt wieder in der Stammformation. Schwab hat sich ja ein Innenbandriss im Knie zugezogen. Nach dem Derby oder beim Derby gegen die Wiener Austria. Göran Gürücin hat gemeint, die Mannschaft hat gegen den LASK einfach ein
anderes Gesicht gezeigt, hat gemerkt, dass es jetzt wirklich ernst wird, dass nach einer Niederlage und zwei Unentschieden zu Frühjahrsbeginn einfach die Spieler gefordert sind. Das scheint ihm gelungen zu sein. Gegen den LASK hat es geklappt. Und wie Freddy Pickel aber gesagt hat, es nützt uns nur was, wenn wir das beibehalten. Eben auch schon heute im Cup. Joey Linton, Thomas Moore. Sind die Rieder wirklich gut aufgestellt in einer 4-3-2-1-Formation, fast so tannenbaumartig, und warten auf die Chance zuzustechen. Schobesberger schön auf Schellinton. So einfach geht's nicht. Die Innviertler sehr gut eingestellt für den Moment von Lasacabi. Galvao, den Bemühen, kurz zu spielen. Aber ist da jetzt zu spät gekommen gegen Galvao. Ja, trifft er den Kapitänverteidiger eindeutig. Oh, schon einiges an Fouls in diesem Spiel. Ein beherztes Cup-Spiel. Da. Eckball Rapid. Philipp Schobesberger macht sich bereit. Fast eine halbe Stunde gedauert, bis das Heimteam zur ersten Ehre eines Eckballs kommt. Der war bis jetzt noch nicht sehr von Erfolg gekrönt. Vielleicht der nächste von der anderen Seite. Burg mit links. Ja, der kommt gut auf Galvao. Zweite Chance schon des Innenverteidigers. Und jetzt ist Gebauer Herr der Lage. Mal schauen, ob der Kapitän der Rieder da noch als Retter dran war. Hier sehen wir es noch einmal. Galvao am kurzen Eck. Völlig frei. Ja, und Gebauer schneidet da den Weg noch ab. Haben sie nicht gut verteidigt, seine Vordermänner. Aber der Routinier hält das 0-0. Haben sie da vergessen. Lucas Galvao, den Brasilianer. Hat ausgesetzt am Wochenende gegen den LASK wegen einer Gelbsperre. Jetzt ist er wieder in der Mannschaft. Halbe Stunde gespielt, 0-0. Vielleicht noch einmal Gelegenheit, diese unglaubliche Statistik zu erwähnen. 40 Bundesligaspiele zwischen Rapid und Ried in diesem Stadion oder eben dem Vorgängerstadion, Hanapi-Stadion, als die Rieder in der Bundesliga waren. Und allesamt wurden von Rapid nicht verloren. 32 Siege, 8 Unentschieden, kein Riedersieg. Und dreimal traf man im Cup aufeinander, insgesamt in allen Schauplätzen, und jedes Mal ist Ried weitergekommen.
unglaublich. Zuletzt eben auch hier im Hanapi-Stadion 2011. Bitte kein Raum für den gefährlichen Stürmer. Und wieder der Ball auf Murg gegen Marcos. Petzos, Murg, Ljubicic, Petzos. Wieder kaum eine Lücke zu finden. Steht bis jetzt super. Ausnahme nur diese eine Corner-Chance, als Galvao ganz frei zum Kopfball kommt. Bolingoli. Töllinton wieder Bolingoli. War schon Cupsieger mit dem FC Brügge. Selbst, sondern Bolingoli und geblockt von Kerche. Das gibt Abstoß. Peter Haring, gebürtiger Burgenländer, der wie einige im Team von Austria Lustenau gekommen sind zur Saisonbeginn. Haben gut mit Lassar Chabi dort zusammengearbeitet. Also hat sich der Ried-Trainer dieser Spieler erinnert. Chabi Junior, Fröschl wieder safe für den Chabi. Nicht schlecht, auf Durmus, aber da war die Hand im Spiel. Und der Pfiff von Schiedsrichter Hameter nicht zu hören, aber zu verspüren. Ja, mit dem Oberarm versucht da der linke Offensivmann. Gerade in der Anfangsphase ging viel über Ilkay Durmus und seine Seite. Das ist jetzt etwas abgeflaut in letzter Zeit. Und Juricin wird das mit seiner Mannschaft gemerkt haben. Aber weiterhin ein ausgeglichenes Match. 10 Minuten geht es etwa noch bis zum Aufwärmen in der Pause. Jetzt Murg mit etwas Platz. Schnell abgespielt die Aktion. Willi Thayer und zum Eckball geklärt. Peter Körner jetzt wieder über Murg. Und diesmal haben sie Galvao besser abgedeckt. Aber vielleicht im zweiten Versuch, Quilly Thayer. Murg, Auer. Schöllinton, gut gemacht. Setzt sich da durch und es bleibt gefährlich. Jetzt muss Ried aufpassen. Bringt den Ball jetzt schon eine Zeit lang nicht weg. Wieder Murg.
Gefahr gebannt. Aber das war jetzt vor allem hier in dieser Situation, dass Joey Linton den Ball noch einmal zur Mitte bringt. Schon brenzlig für die Gäste. Entscheidet sich auch Gebauer fürs Verweilen im Tor. Klar, der Ball ist lang und letztlich rettet Kennedy Boateng. Thomas Burg wartet, weil da noch der Kollege die Schuhe bindet, Stefan Auer. Zurück. Ja, ganz holprig. Teilweise der Rasen nicht ungefährlich. Das Rückspiel zum Torhüter. Chappi. Kein Foul von Kapitän Maximilian Hoffmann. Chance für Rapid. Räume zu finden. Joey Linton. Er sucht Kvilitaia und da hat Harin gut aufgepasst. War nicht ungefährlich. Das Zuspiel. Schon wieder aggressiv am Attackieren, recht früh. Mal Rapid beim Herausspielen schon stören. Petzos, Bolingoli. Schön Linton, schön durchgesetzt und wieder in guter Position kommt der Brasilianer zum Schuss und wieder trifft er nicht einmal annähernd aufs Tor. 5 Treffer in der Bundesliga in 21 Einsätzen. Ja, bereitet sich da selbst schön den Raum vor und mit links, zuvor hat es mit rechts auch nicht geklappt. Aufmunternder Applaus von Trainer Djuricin. Ja, Überlegenheit an Tormöglichkeiten mittlerweile bei Rapid. Aber da waren sie jetzt weit weg vom Torerfolg mit diesem Schuss. Ungenau auf Walch, das reicht nicht aus. Aber Einwurf für die Gäste. Kommen da durchaus schon mit 4 bis 5 Spielern sehr rasch, wenn sie den Gegenstoß einleiten. Ballverlust, Wiesmeier, Dumbus und Grabher. Auf Chabi, schön prallen gelassen, aber der ist ungenau von Clemens Walch. Da müssen sie dann mehr daraus machen, zum wiederholten Male eine sich bietende Gelegenheit
verschenkt, würde ich sagen, hier mehr aus diesem Angriff zu machen. Durmus, der jetzt noch etwas abgetaucht ist nach seinem guten Beginn auf der linken Seite, und da haben wir Grabherr, Mittelfeldmann. Fröschl, wieder so eine Gelegenheit mit Durmus, mit Chabi. Versuchte Schuss. Beim 22-Jährigen wird der Lubicic. Freistoß für Rapid, Zusammenprall hier zwischen Durmus und Auer. 7200 Zuschauer sind es übrigens heute, also damit exakt die Hälfte vom bisherigen Minusrekord im Allianzstadion. Wo heute verständlich natürlich, das liegt nicht am Gegner oder an der Bedeutung des Spiels, sondern eher an der Bedeutung des Thermometers heute. Hier noch einmal die Situation. Markus unter Versuch, Durmus die Flanke zu treten, tritt aber den schnelleren Stefan Auer. Manasa Chabi mit der SV Ried am Weg, wieder in die Bundesliga zurückzukehren. Es ist noch ein weiter Weg, aber sie führen punktegleich mit Wacker Innsbruck, einen Punkt vor Wiener Neustadt, die erste Liga an. Der Liefering und Hartberg auch nicht weit weg. Schöllinton. Lingoli. Langer Ball auf Petzos, der mal mit nach vorn geht. Ja, Feldüberlegenheit natürlich der Heimmannschaft von Rapid. Schöllinton zweimal wirklich in guter Position zum Schuss gekommen. Als eiskalter Torjäger würde er diese oder zumindest eine der beiden Chancen wohl verwerten. Ansonsten die SV Ried sehr gut aufgestellt und mit der einen oder anderen wie dieser Torchance aus eigener Kraft. Zu schwach der Schuss von Durmus, zu schwer der Winkel abzuschließen. Also die Gäste verkaufen sich teuer, versuchen alles, diese Cup-Serie gegen Rapid von 3 Siegen aus 3 Spielen irgendwie aufrechtzuerhalten. Und Strafstoß für die SV Ried, da war vorher schon die Möglichkeit eines Foulspiels. Schiedsrichter Hammeter lässt weiterlaufen und dann streckt Strebinger hier Seyfettin Chabi nieder. Zumindest wirft er sich in den Weg des Rieder Stürmers. Und wir haben knapp vor der Pause eine Riesenchance zur Führung für die Gäste. Angefangen hat das Ganze 20 Meter weiter vorne als ein mögliches Foulspiel. Nicht geahndet wurde, aber es wäre eines der Rapidler gewesen. Maximilian Hoffmann, der protestiert und holt sich gelb ab. Also noch einmal Aufregung. Keine Minute wäre es noch gegangen.
in dieser ersten Spielhälfte. So gibt es jetzt die Chance zur Führung mit dem Pausenpfiff quasi. Richard Strebinger gegen Julian Wiesmeier. Und das 1:0, die Führung für die Gäste von der SV Ried. Was für eine Beendung der ersten kalten Spielhälfte. Und die Fanbusse, die mitgefahren sind, haben es spätestens jetzt nicht bereut. Julian Wiesmeier lässt Richard Strebinger hier keine Chance. Sein erstes Tor im Cup. 4 hat er in der ersten Liga erzielt, der Spielmacher. Heute noch nicht so sehr aufgefallen, aber wenn es das wichtige Tor ist, was soll's. Pause. Doch nicht 0:0. SV Ried führt 1:0 durch dieses Elfmetertor. Praktisch mit dem Ende der ersten Spielhälfte. Bei uns geht es dann gleich weiter mit der Analyse dieser. Aber zuvor gibt es noch den Zipflash mit Gerhard Mayer. Bis später aus dem Kühlschrank Allianzstadion. Jubelnde Rieder aufgrund der 1:0-Führung im Cup-Viertelfinale zur Pause in Hütteldorf. Julian Klaus Wiesmeier vom Strafstoßpunkt aus hat getroffen und damit die Oberösterreicher hier momentan auf den Weg Richtung Semifinale gebracht. Peter, es war eine Partie, die von Ried zu Beginn sehr, sehr mutig geführt wurde. Wir haben da auch die eine oder andere Szene diesbezüglich vorbereitet, aber angedeutet hat sich diese Führung dann im Verlauf der ersten Spielhälfte ehrlicherweise nicht mehr, oder? Ich würde sagen, es war ein ausgeglichenes Spiel, aber Hut ab, was Ried hier nicht nur investiert, ins Spiel reinlegt, sondern wie mutig sie nach vorne spielen, wie hoch sie anpressen, genauso wie wir das vorher angesprochen haben, wie sie das in der Meisterschaft machen, aber in Liga 2, nur zur Erinnerung, und wie sie hier auswärts bei Rapid auftreten, ist wirklich beeindruckend. Ja, das Versprechen wurde eingehalten, das Versprechen der Rieder, hier offensiv mutig mitzuspielen, auch mit sehr viel Dynamik, und dieses Pressing hast du dir noch einmal ganz genau angeschaut, der Oberösterreicher. Wir haben gemeinsam mit Thomas Eidler uns zwei Szenen rausgesucht, wo man das wunderbar sieht, wie Ried es immer wieder schafft, Überzahl zu schaffen, wie man hier sieht mit den 5 Spielern, den Raum ganz, ganz eng macht und dann versucht, schnell in die Offensive zu kommen, schnell umschaltet. Hier ähnliches Beispiel, wieder ganz eng auf der Seite mit 5-6 Spielern und sie behalten das hohe Tempo, investieren wirklich unheimlich viel und kommen dann in Ballbesitz und auch hier geht es wieder ganz schnell nach vorne, in diesem Fall Turmus über die Seite mit einem wunderbaren Lochpass. Also dieses Muster ist klar erkennbar, ganz, ganz viel in das Pressing investieren und dann schnell nach vorne. Es hat aber ausgesehen, als würden den Innviertlern dann die Kräfte etwas ausgehen. Ist natürlich auch sehr laufintensiv so ein Spiel und Rapid hatte das Übergewicht, auch im Mittelfeld, auch sehr viel Platz, um zu agieren. Letztendlich die ganz gefährlichen Szenen sind ausgeblieben, eine haben wir vorbereitet, die allerdings auch nach einer Standardsituation. Galvao. Das ist die große Gefahr, wie du das ansprichst, Christian, auch wenn es in diesem Fall ein Standard war, die übrigens Thomas Murg heute sensationell reinbringt, die sind ganz, ganz schwer zum Verteidigen, aber das ist die Gefahr für die Rieder, wenn man so viel investiert, dass die Kräfte einfach weniger werden und da bin ich gespannt, wie die zweite Hälfte sich jetzt gestalten wird. Viel Ballbesitz für die Rapidler, warum tun sie sich so schwer bei der Lösungsfindung, dann Richtung 16er vor allem? Es wundert mich, es erinnert ein bisschen an die ersten Auftritte im Frühjahr, wobei es jetzt gegen LASK schon viel, viel besser war, aber bis auf die Standards von Thomas Murg und die ein oder andere 1-gegen-1-Situation von Schobesberger gibt es da überhaupt keine Offensivakzente, null Kreativität, also abgesehen von den Standards ist mir das viel zu wenig im Rapid-Offensivspiel. Ja, gegen den LASK wurde dieses Pressing total entschärft, schon im Ansatz, im Keim erstickt und dann kurz vor dem Pausenpfiff die Führung für die Rieder entstanden durch ein Foul des Torhüters, nämlich Strebinger gegen den Stürmer, gegen Xavi. Und wieder der Offensivgedanke, der tiefe Ball auf Xavi, der geht wunderbar in den Raum. Und ja, für mich dann ein ganz klarer Elfmeter, da gibt es nichts zu diskutieren. Ja, der mit seiner Schnelligkeit diesbezüglich auch logischerweise immer wieder für viel Gefahr sorgt. Ja, und Strebinger verschätzt sich da, also glaubt, dass er noch hinkommt, aber Xavi ist um den Schritt schneller und das geht dann unglücklich aus für die Rapidler. Und dann trifft Wiesmeier. Da muss man auch erst die Nerven bewahren.
wenn man die Statistiken kennt, allerdings die Cup-Statistiken ja ausgezeichnet. Super Rennverwandlung. Ja, vor dieser West, vor den 2.000-3.000, da so mutig hinzugehen und den da rechts fast ins Kreuzig rauf zu nageln, das spricht auch für das Selbstvertrauen vom Herrn Wiesmeier und überhaupt für das Spiel der Rieder. Welche Ansatzpunkte müssen die Rapidler jetzt finden in dieser zweiten Spielhälfte, um dann auch im Rennen zu bleiben, und wie muss es jetzt taktisch Rieder angehen? Also aus Rapid-Sicht würde ich mir wünschen, mehr Bewegung, viel mehr flexibleres Spiel, mit Verschieben, mit den Räumen eigentlich in der Tiefe auch suchen, das Joao Linton oft wunderbar macht, aber wo dann im letzten Drittel oft die falschen Entscheidungen warten. Ja, und die Rieder, ich gehe davon aus, dass sie noch einmal nachlegen werden, in den ersten 10 Minuten wieder ranpressen und wenn sie vorne bleiben, sich dann vielleicht ein bisschen mehr zurückziehen werden. So, noch Pause hier im Allianzstadion. Und die große Frage, setzt sich diese unglaubliche Serie tatsächlich fort, dass die SV Ried, die hier als Meisterschaftsgegner überhaupt noch nie was geholt hat, vielleicht ein viertes Mal beim vierten Cup-Duell siegreich davon geht. Mario Sonnleitner wärmt auf. Der Routinier schon die ganze Pause hindurch beim Warmmachen und er wird den Kapitän, den aktuellen Kapitän, Maximilian Hoffmann ersetzen, der Adduktorenprobleme gehabt haben dürfte in der ersten Spielhälfte. Ja, da muss man natürlich bei dieser Kälte wohl noch mehr damit rechnen, dass die ein oder andere leichte Verletzung zumindest tragen kommt. Einziger Wechsel, jeder also von Mario Sonnleitner für Maximilian Hoffmann. Leitner war eigentlich seit dem Herbst, seit Oktober nur 4-mal in der Anfangsformation gestanden und hat da doch seinen Platz abgeben müssen. Dann neu gekommen ist im August Stammkraft und auch Maximilian Hoffmann. So, los geht's. Rapid 0-1 hinten seit wenigen gespielten Sekunden sozusagen mit dem Pausenpfiff durch den Elfmeter, den korrekten Elfmeter, den Julian Wiesmeier dann verwandelt hat für die Rieder. Bin gespannt auf die Reaktion des Favoriten, des Gastgebers. Das vierte Viertelfinale, gestern der Sieg von Mattersburg gegen Hartberg, heute haben Sturm Graz und Salzburg ihre Favoritenrolle untermauert, den Aufstieg ins Semifinale geschafft. Hier wäre Rapid natürlich dann der logische Aufsteiger, aber momentan führen die Gäste. Und da gibt es eine leichte Verletzung bei Quilitaia, Aufschrei, aber er, glaube ich, probiert es wieder. Na, mischt sich da mal nicht ein, Georgi Quilitaia. Mal schauen, ob das nur eine kurze Schrecksekunde war. Er kann nicht für ihn kommen, Philipp Rosenick, denn der ist mittlerweile Spieler von SV Ried. Also wenn er kommt, dann kommt er für einen im roten Dress. Philipp Schobesberger. Ja, Schobesberger, einer der wenigen Rapid-Spieler als Cupsieger. Er hat mit Pasching 2013 die Sensation geschafft. Den Sensationslauf mit dem Sieg dann gegen die Austria vollendet. Da haben wir ihn. Schönes Zuspiel auf Quilitaia. Ist er wieder fit nach seinem kurzen Aufschrei? Mit den Händen beholfen. Markus Hammett hat es gesehen. Ja, passiert es da kurz noch einmal mit Haring da in der Hackelei und dann greift er bei dem Verteidiger zu oft und zu heftig hin.
Thomas Geber hat den Ball. Spiel des Torschützen. Julian Wiesmeiner, einer aus dem Fundus der Austria Lustenau, wo sich Lassat Chabi bedient hat zu Saisonbeginn und sich sein Mittelfeld bei seinem neuen Club Ried mehr oder weniger mit Lustenauern zusammengestellt. Durmus, ja, Fall von Auer. Chance für die Rieder. Krapper. Oh, Strebinger kommt da. Rechtzeitig aus seinem Tor, Richard Strebinger, heute sozusagen Cup-Ersatz für Rapids Cup-Goalie Knoflach, der leicht verletzt ist. Strebinger ja der Spieler, der alle Ligapartien bis jetzt gespielt hat. Fröschl bleibt am Ball, da greift Auer hin, kriegt ihn nicht und Strebinger verhindert das 2:0 der Gäste. Riesenchance für Thomas Fröschl. Und kurz einmal vielleicht der Gedanke, dass die Hand mit im Spiel war bei der Ballannahme, aber dann ist er davongezogen. Riesenmöglichkeit. Das wäre was gewesen in der 50. Minute. Mögliches 2:0. Und Burg. Das Spiel läuft weiter, obwohl Kennedy da am Boden liegt. Kennedy Boateng und Bolingoli mit dem Schuss. Naja, kann man auch diskutieren, ob das jetzt fair war, am Verletzten sozusagen vorbeizutribbeln. Natürlich keine Verpflichtung, aber eine Art Fairplay, die man da schon gern hätte. Und da kommen auch die Vorwürfe gegen Thomas Murg. Wie passiert's? Boateng bekommt den Ellbogen von Filiteier ins Gesicht. Dass der Ausgleich gewesen wäre, da hätte es wahrscheinlich gröbere Diskussionen zur Folge gehabt. Hier Fröschl, der wird angeschossen von Sonnleitner. Dann verhindert Auer sozusagen einen Ausschluss, indem er nicht hingreift zum Riederstürmer und Strebinger verhindert vielleicht das Aus im Cup, das frühe. So, Durmus, wieder die Rieder. Guter Schuss und wieder gut pariert von Strebinger. Der war nicht ungefährlich. Kurz aufgesetzt noch vom Torhüter. Ein sehr, sehr schwungvoller Beginn in dieser zweiten Spielhälfte. Weiterhin die Rieder mutig, offensiv, aktiv. Kennedy Boateng gegen Kvilitaia, das Duell hatten wir gerade, aber wieder gegen den Knochen im Einsatz. Der Ellbogen diesmal des Ringverteidigers im Nacken des Georgiers. Das ist der Schuss von Durmus, der ganz unangenehm aufspringt vor Richard Strebinger.
gemacht von beiden. Freistoß Rapid mit Thomas Murg und Philipp Schobesberger. Wieder macht's Murg. Zögert Schobesberger. Ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war, aber dafür kann er den Ball ablaufen. Oh, jetzt die Rieder etwas unsortiert für einen Moment. Schöllinton. Platz für Rapid. Nächster Gegenstoß. Calvao. Ganz sicher. Ist jetzt so eine Phase, wo sich dieses Spiel vielleicht in irgendeine Richtung drehen kann. Der Pitt wirkt etwas verunsichert, die Rieder dann natürlich auch mit Räumen, die sie finden, aber auch dem Gegner geben. Kerche, Chubby, Kerche kommt wieder mit. Ja, kriegt den Ball. Und der kommt. Ganz stark, wie sich die Innviertler da präsentieren. Da war Kerche auf Fröschl mit der nächsten Riesenchance. Chubby, der Kerche hier nochmal super in Szene setzt. In der Mitte Fröschl und die kann man eigentlich nicht vergeben, diese Chance. Für einen neunfachen Ligatorschützen. Fast ein Pflichttermin hier in der 55. Minute. Das hätte das 2:0 sein müssen für die SV Ried. Aber eine ganz starke Phase jedenfalls. Die Frage ist, wie lange können sie dieses Spiel durchziehen, das sie gerade abliefern? Werden sie dafür belohnt? Reicht es Rapid. Wieder das Duo Schobesberger-Murg vor Thomas Gebauer. Bis jetzt hat es immer Thomas Murg letztlich exekutiert. Das Spiel mit dem roten Ball auch diesmal. Wieder aufmerksam mit vereinten Kräften. Kerche putzt aus. Ja, jetzt scheint es, dass Rapid zumindest wieder einmal für ein paar Augenblicke das Kommando übernimmt. Wird doch in Kürze einen Wechsel geben bei der Mannschaft von Goran Kyuricin. Chubby, Durmus gegen Sonnleitner. Ilkay Durmus, was macht er? Naja, holt zumindest einmal den Corner raus. So, jetzt folgt der Wechsel. Tamás Santo wird kommen für Dejan Ljubicic. 22-Jährige, zweimal eingewechselt worden im Frühjahr. Kommt für den defensiven Mittelfeld-Stammspieler Dejan Ljubicic.
So, Ecke für die Rieder. Ah, der Ball ist draußen. Abstoß Strebinger. Goli, der neue Mann Santo und Gebauer. Schobesberger. Thomas Murg. Wieder wird die Lücke gesucht. Chanto. Und der Ball, der Befreiungsschlag von Haring. Rapid gibt es bald einen Besuch eines ehemaligen Spielers, nämlich Philipp Rosenig macht sich warm im Riederdress. Fröschl auf Chabi, da sitzt zwar Walch verletzt am Boden, aber die Rieder bleiben im Ballbesitz, wieder Thomas Fröschl. Aber jetzt Chance vorbei. Schön gespielt von Murg auf Schobesberger, Quilitaia. Aber Wiesmeier dazwischen. Sie lassen Rapid im Moment die Chancen nicht zu Ende spielen. Schöllinton, nächster Versuch. Wert von Orteng und Marcos. Mehr als eine Stunde ist vorüber. Walch, der scheint jetzt schon ziemlich platt zu sein. Clemens Walch in seinem ersten Spiel von Beginn an seit Monaten. Petzos. Murg. Rapid wirklich bemüht, vor allem auch Murg sehr aktiv, aber wie so oft auch jetzt hängen geblieben. Chabi super gemacht mit Durmus. Und Walch, da habe ich ihn gerade noch als müde bezeichnet, ist er plötzlich da. Ein
recht schnelles Match jetzt in dieser zweiten Hälfte. Thomas Fröschl, der diese Monsterchance hatte vor wenigen Minuten, wird jetzt vom Feld gehen. Hier noch einmal aus anderer Perspektive. Er ist eigentlich ja, zur Vollstreckung bereit. Auer behindert ihn zwar noch ein wenig, aber das war die Riesenchance, der mögliche Matchball. Und das ist das Comeback im Allianzstadion für Philipp Rosenig gegen seinen alten Club. Versuch mit Schobesberger einen schnellen Angriff einzuleiten. Aber wenn sie da hinten nicht aufpassen, große Gefahr immer wieder durch die Rieder. Aber es ist jetzt echt ein offener Schlagabtausch. Linie. So, und jetzt bereitet auch die Esferit den nächsten Wechsel vor. Auch eine Art Comeback. Marcel Ziegel kommt. Noch kein einziges Ligaspiel. Hat sich im vergangenen Mai einen Kreuzbandriss zugezogen. War erstmals im Kader gegen den FAC und jetzt darf er endlich wieder spielen. Und er ersetzt Clemens Walch, der mehr als eine Stunde durchgehalten hat. Etwas mehr Defensive wohl jetzt auch im Spiel. Das ist der Plan von Lassar Chabi mit Marcel Ziegel. Da wird jetzt um jeden Ball gerungen, schon im Mittelfeld. Ja, Raum für Rapid, Santo auf Murg. Noch nicht geklärt die ganze Geschichte. Oh, da fällt Santo, aber richtige Entscheidung von Hameda hier, nicht auf die Option Elfmeter einzusteigen. Und Chabi gegen Auer. War vielleicht nicht ganz sauber anfangs gleich die Klärung der Rieder, aber meiner Meinung nach spontan gesagt, gar kein Elfmeter hier. Ziegel gegen Santo, aber er geht da nicht zum Mann hin. Aller Zusammenstoß. Chabi probiert es alleine und Strebinger direkt auf den Goalie. Ich denke, wenn die Rieder da einmal noch einen Angriff zu Ende spielen, auf 2:0 stellen, könnte es das mit dem Aufstieg gewesen sein. Ins ÖFB Cup Semifinale. Brosenik. Oh, Brosenik, das wäre doch überhaupt die Geschichte. Die nächste Riesenchance. Diesmal für die Rieder. Wieder trifft einer das Tor nicht. Riesenmöglichkeit.
Dusenik mit Turmus, dann haut er Galvao daneben und Dusenik wohl selbst überrascht über dieses Angebot. Wäre das eine Geschichte? Er hat es mit dem WRC, wenn ich mich recht erinnere, schon geschafft, Rapid wie zu tun als gegnerischer Stürmer. So bleibt Rapid im Rennen, Quilitaja. Bezos, Auer läuft da in Worting hinein und die Rieder durch Moss. Chabi, ungenau. Aber da ist sehr viel möglich für die Gäste im Moment. Ballverlust, Schobesberger gegen Kerche. Der geht ab auf der rechten Seite und bekommt den Freistoß. Kerche persönlich führt aus. Kein Problem für Richard Strebinger, der bis jetzt fehlerlos agiert. Wenn ein Fehler, dann, indem er den Elfmeter verursacht hat. Grabherr, Posenik. Durmus, der jetzt wieder mehr aufdreht über links, so wie Beginn des Spiels schon. Petzos, der natürlich da jetzt nicht die Rolle von Stefan Schwab mit der Offensivkraft erfüllt. Solide da den Sechser runterspielt, aber wenig nach vorne mit beiträgt. Haring, Kerche. Kosenik. Santo und Poligoli lässt durch. Nächste Möglichkeit vertan. 70 Minuten sind um. Noch immer führt der Esferit und das jetzt in dieser zweiten Spielhälfte gar nicht unverdient. Mit 1:0 bei Rapid. Auer kommt mit gegen Marcos. Durchkommen. Galvao, Schuppesberger, die Mitte ist zu, aber auch die Seite. Petzos, Santo, gegen Ziegel, Musenik. Immer wieder dann Prosenik, Turmus und Chabi. Jetzt kommt auch einmal Marcel Ziegel mit. Was machen sie aus diesem Gegenstoß? Ziegel gegen Sonnleitner. Sind Prosenik, aber der wird gut geblockt von Galvao. Sehr gut interveniert, aber das sieht Schiedsrichter Markus Hameter ein Foulspiel. Vielleicht war es auch die Hand des Mittelfeldspielers. Petzos auf Filitaja. Murg, Schobesberger, Rapid bleibt im Ballbesitz. Oh, da Kirche, das war gewagt. Poligoli, Schwellinton, die Riesenchance.
verwirft sich Haring in diesen Schuss von Joelito. Der Joel Linton, der wirklich rackert, arbeitet, aber letztlich liegt es auch an ihm, dass Rapid noch keinen Torerfolg bejubeln durfte. Jetzt müssen wir einen Freistoß. Das war nicht wirklich viel. Leichter Kontakt, aber dafür eine gute Freistoßsituation. Thomas Reifelshammer macht sich bereit. Schon wieder einer, der eine Art Comeback feiern wird. Seit August ist er ausgefallen. Aber zunächst einmal Philipp Schobesberger beim Freistoß. Gebauer klärt. Geht weiter, Bolingoli. Ui, Elfmeter! Elfmeter Rapid! Handspiel vom Torschützen. Julian Wiesmeier, Bolingoli schießt ihm da den Ball aus kurzer Distanz, glaube ich, an den Ellbogen. Hier werden wir es gleich nochmal sehen. Ah, Unterarm. Naja, da sind wir wieder bei dem Punkt. Unnatürliche Körperhaltung natürlich. Er stürmt auf den Rapid-Spieler zu, hebt die Arme ein wenig an. Grenzwertig. Aber der Schiedsrichter war nah dran, hat sich da hoffentlich exakt an seine Regeln gehalten. Und damit der zweite Strafstoß an diesem Abend. Joel Linton gegen Thomas Gebauer, 75. Minute. Mit der Rapide wie Viertelstunde, vielleicht der Ausgleich. Jawohl! Gleichstand im Allianzstadion. Gebauer in der richtigen Ecke, aber Joel Linton diesmal bombensicher. Eigentlich sein dritter Schuss an diesem Tag aus der Distanz und der sitzt genau diesmal mit dem Penalty. 2 Elfmeter und damit 1:1. Die Rieder hatten mehrere Möglichkeiten, dieses Spiel vorzuentscheiden, auf 2:0 zu stellen. Sie haben es teilweise aus guter Situation ausgelassen. Und jetzt die Rapid-Viertelstunde. Rapid-Fans geben noch einmal alles. Favorit setzt nach. Auer. Burg bleibt der Ball jetzt wieder mit Rapid. Und Quilitaia, ein Doppelschlag. Eine Minute vergangen. 2:1 Rapid. Sie haben es sich jetzt letztlich selbst zuzuschreiben, aber sie haben es nicht verdient, die Rieder, so jetzt dazustehen. Vor einer Minute noch etwa führen sie 1:0 und jetzt steht es 2:1. Hier Quilitaia, der sich da natürlich fein durchsetzt. Aber sie haben einfach den Ball jetzt eine Minute lang nicht wegbekommen vor dem Tor. Und die beiden Offensivmänner, Joel Linton und Quilitaia, werden sie zum Matchwinner, ja oder nein? Dynamo Tiflis war ja schon zweimal Cupsieger. Jetzt ist er vielleicht der Sieger in diesem Cup-Spiel durch das 2:1. Eine verrückte Partie. Und jetzt können wir natürlich aufrollen, welche Chancen Rieder
Zu Beginn der zweiten Spielhälfte, eine Viertelstunde lang hatte, da schienen sie das Match sogar zu dominieren. Fröschl hat vergeben, Prosenik hätte ganz berühmt werden können. Hätte zeigen können, dass er ein guter Stürmer ist und Rapid ihn zu Unrecht nicht eingesetzt hat. Unglücklich dann der Elfmeter natürlich, aber wohl zu geben, wenn auch eine harte Entscheidung. Das waren die schlechtesten 2 Minuten der Rieder am heutigen Abend bis jetzt. Nach mehr als 70 Starken. Jetzt ist natürlich Stimmung in der Hütte. Markus da gar nicht zufrieden. Fühlt sich ungerecht behandelt. Aber die Zeit läuft jetzt gegen die Innviertler. Mehr als 10 Minuten bleiben noch für eine Reaktion, für einen möglichen Ausgleich. Was haben Sie jetzt noch zu bieten, die Gäste? Für Linton, Schobesberger, Bolingoli kommt mit. Aber beide verpassen den Ball. Kirche, Ziegel, links ist keiner. Galvao gefolgt von Philipp Prosenik. Schaut nach der Papierform aus mit diesem 2:1 natürlich. Aber der ist verrückt, hat 74 Minuten lang hier wie ein Bundesligist gespielt. Absolut ebenbürtig. Wird wenig Sinn haben, da jetzt mit Markus Hameter zu diskutieren, wo irgendetwas vielleicht falsch gelaufen ist. Die Entscheidungen sind längst gefallen. Die Elfmeter sind ausgeführt und auch sonst wird sich nichts mehr zurücknehmen lassen. Das ist die Entstehung des Tors noch einmal, des 2:1. Natürlich schlecht verteidigt, schlecht rausgespielt und da aus meiner Sicht gibt es nichts zu diskutieren. Einfach gut geflankt, mit Glück auch noch, weil der Ball noch einmal nach oben abgefälscht wird und Quilitaia setzt sich einfach schlichtweg gegen Peter Haring durch. Hat in der zweiten Cup-Runde getroffen, Georgi Quilitaia gegen Elektra beim 4:0-Sieg. Und in der Bundesliga eben zweimal gegen den LASK. Und ein drittes Mal im Rahmen dieser Bundesliga-Saison. Also nicht viel, aber vielleicht jetzt ganz wichtig in diesen Tagen. Der Georgier. Yeah.
85. Minute, Rapid immer noch jetzt. Dank dieses Doppelschlags aus Elfmeter und Kopfballtreffer 2:1 in Führung. Chabi versucht natürlich noch zu retten, was zu retten ist, sonst zieht Rapid in das zweite Semifinale in Folge ein. Letzte Saison ja dann sogar der Finaleinzug, das Cupfinale gegen Salzburg. Davor aber bis zum Jahr 2011 war man nicht im Semifinale eines ÖFB Cups. Und damals war der Spielverderber die SV Ried im Heimstadion. Heute hat es lang danach ausgesehen. Collingoli gegen Kerche. Wieder Collingoli. Ja, diesmal bekommt er den Pfiff nicht, aber er hat mit seiner Flanke an den Unterarm von Julian Wiesmeier zumindest den Ausgleich eingeleitet. Senik möchte da den Einwurf auf seiner Seite. Der Spieler auf engstem Raum. Rapid wird natürlich jetzt versuchen, jegliche Angriffsbemühungen der Rieder früh zu vereiteln, nur ja nicht in Gefahr zu geraten. Siegel, Rosenik, Markus. Und dann macht das ein bisschen zu verspielt. Philipp Rosenik und Fall von Galvao. Kerche dürfte sich dieses Freistoßes annehmen. Ja, da ist er. Schaut die Überlegung der Rieder aus. Na, einer muss diesen ruhenden Ball treten. Manuel Kerche. Schaut jetzt nicht wirklich einstudiert aus, das Ganze. Aber umso gefährlicher kann es werden, wenn Strebinger da daneben greift. Aber schon abgepfiffen. Noch einmal, ja, Abseitsstellung von zwei Spieler gleich, Haring und Chabi, zu früh gestartet. Die Ausführung gar nicht schlecht, aber irgendwie die Verabredung vorher hat eher unkoordiniert gewirkt. So viel Zeit bleibt nicht mehr, um solche Möglichkeiten ungenutzt zu lassen. Siegel, Ballverlust gegen Santo. 4 Grüne gegen 4 Rote. Schobesberger jetzt gegen Kerche 1:1. Schobesberger setzt sich durch. Aber die Flanke wäre schon allein zu weit gegangen. So gibt es aber Corner.
jetzt nicht eilig. In 2 Minuten sind die 90 Minuten vergangen. Der wirklich ein starkes Spiel abgeliefert hat. Vielleicht letztlich auch sogar der stärkste Mann bei Rapid war. Zumindest der Vorbereiter des 2:1. Wieder schwimmen die Rieder ein wenig. Schobesberger. Und da fällt er alleine. Wäre eine gute Möglichkeit nochmal gewesen. Oh, es gibt Eckball. Rieder wechseln noch einmal ganz schnell. Es geht Julian Wissmeier und für ihn kommt Balakiem Takumnadi. Defensivmann. Jetzt heißt es sowieso nur mehr, den Lucky Punch zu probieren oder lässt Rapid das gar nicht mehr zu. Philipp Schobesberger. Jetzt aus. Da ist der neue Mann, bleibt hängen an Bolingo Ole, aber Freistoß gibt's. Rapid wird auch nochmal versuchen zu wechseln, sofern es möglich ist. Markus Hameter ermahnt Marcel Ziegel, der hat auch sinnloserweise mit Santo einen kleinen Krieg begonnen. Ja, ist Zeit für den Wechsel, wenn das so ist. Jörgi Kvilitaja geht, der wahrscheinliche Siegtorschütze. Der Einzige, der heute aus dem Spiel heraus getroffen hat. Einige andere hätten die Möglichkeit gehabt, vor allem auch einige Rieder beim Spielstand noch von 1:0. Und Armin Mujakic kommt zum Einsatz. Zweiermannschaft von Rapid. Ja. 90 Minuten sind jetzt durch die Wechsel schon verstrichen. Und ein harmloser Kopfball von Prosenik. 4 Minuten gibt es noch. Also jetzt noch 3,5 in der Kältekammer Allianzstadion. Markus kommt mit über links und noch einmal eine Cornermöglichkeit in jedem Fall für die Gäste. Manuel Kirche. Kerke kriegt den Ball noch einmal, seine Flanke auf. Seferin Chabi, aber dessen Kopfball daneben. 2 Minuten bleiben noch. Es schaut aber im Moment danach aus, als ob die Serie, diese unglaubliche der Rieder, die in der Meisterschaft als Bundesligist nie hier etwas mitnehmen konnten aus Wien. Ist das sein Team jetzt? Das ist Chabis Team. 3 Siegen in 3 Cup-Begegnungen gegen Rapid. Zum ersten Mal verlieren wird die Wikinger. Das ist ihren Raubzug offensichtlich, also mit leeren Händen beenden. Rapid ist ihnen noch einmal aber von der Angel gegangen.
74 Minuten waren gespielt, da führte Ried 1-0 hier. Das dürfen wir nicht vergessen in diesem heutigen Match. In dieser Phase hin zum Ausgleich haben die Rieder wirklich Riesenchancen ausgelassen. Dann der Elfmeter zum Ausgleich und wenige Sekunden später mit dem nächsten Angriff das 2-2-1. Also eine heiße Minute zu Beginn der Rapid-Viertelstunde. Könnte genug gewesen sein für Rapid, um den logischen Aufstieg ins Semifinale zu vollziehen gegen eine großartige Mannschaft aus Ried. Letzten 30 Sekunden. Mal noch Abschlag von Gebauer. Jetzt muss es klappen, wenn die Rieder was machen wollen. Ballverlust aber wieder. Ein Mann, Jakic. Wellington und Burg. Ja, noch lässt Hameter weiterlaufen. Ziegel. Aber es scheint die Luft draußen zu sein bei den Riedern. Nur zu verständlich. Der lange Ball muss kommen, sonst ist vorbei. Ziegel. Durmus, also die haben die Ruhe weg, die Rieder. Schon 95 Minuten vorbei, das Foul. Also ich denke, Markus Hameter wird es dann wohl gut sein lassen. Rapid ist der vierte Semifinalist, besiegt die SV Ried 2-1. Die Innviertler hätten sich hier sicher zumindest einmal ein Unentschieden verdient, aber aus gesundheitlicher Sicht würde ich sagen, für alle ist es gut, dass dieses Match nicht in die Verlängerung gegangen ist. Jetzt heißt es aufwärmen und für Goran Djuricin sicher auch ruhige Tage, dass er hier seine Mannschaft in die nächste Runde gebracht hat. Mattersburg, Red Bull Salzburg, Sturm Graz und Rapid sind die vier Halbfinalisten. Am Sonntag in der Sendung Sport am Sonntag gibt es dann die feierliche Auslosung sozusagen. Wer da gegen wen dann im Semifinale um den Einzug ins Cupfinale spielen wird. Lasser Chabi ist nicht glücklich, schimpft da mit Schiedsrichter Hameter. Aber sie hätten es in der Hand gehabt. Seine Spieler hätten es in der Hand gehabt. Das war's. Dankeschön von mir. Und weiter geht's mit den ersten Stimmen bei Christina Inhof. Ja, Thomas Fröschel, kurz nach der Pause hatte Ried eigentlich die Phase schlechthin. Sie hatten da zwei Riesenchancen am Fuß, hätten das Spiel entscheiden können. Schlussendlich der ambitionierte Auftritt ihrer Mannschaft nicht belohnt worden. Wie viel Schuld nehmen Sie auch auf sich? Ja, natürlich. Ich muss den ersten machen. Den zweiten, der war schwierig. Kommt einer, wird noch angefischt, kommt nicht mit dem Kopf gescheit zu. Den ersten muss ich machen, ja. Ja, tut mir leid für die Mannschaft, aber ja, Rapid hat nichts gesagt eigentlich über 90 Minuten. Haben 10 Minuten eine Druckphase gehabt, haben wir die Tore gekriegt und sonst ist nichts gekommen von einer. Warum hat man hier dann schlussendlich doch nicht gewinnen können? Ja, weil es 10 Minuten gehabt haben, wo wir geschlafen haben und ja, wir haben die Tore einfach nicht gemacht dann. Wie hat sich auch die Kälte während diesem Spiel präsentiert und bemerkbar gemacht? Ja, ich glaube, dass denen draußen kälter war. Wir sind mal gelaufen. Es ist nur ein Gesicht ein wenig kalt gewesen, aber sonst ist es eigentlich gegangen. Dankeschön, Thomas. Alles. Rapid beendet den Kapfluch gegen Ried, gewinnt erstmals gegen die Innviertler. Goran Djuricin hat allen Grund, sich hier nach dieser Partie zu bekreuzigen. Erstmals also Rapid erfolgreich im Cup über Ried und Ried schafft es wieder nicht, hier nach regulärer Spielzeit zu gewinnen. Einmal hat man es geschafft, da war es nach Verlängerung. Peter, eine irrsinnig intensive Cup-Schlacht in dieser zweiten Spielhälfte mit dem verdienten Sieger, deiner Meinung nach?
Nein, vor allem aufgrund der zweiten Halbzeit für mich nicht. Erste Halbzeit habe ich ein relativ ausgeglichenes Spiel gesehen, aber zweite Halbzeit, wie wir es erwartet haben, schon eine Ried, die wirklich 10, 15 Minuten noch einmal richtig Druck macht, noch wirklich hochkarätige Chancen rausspielt und sich dann den Vorwurf gefallen lassen muss, diese nicht zu verwerten. Und dann passiert das, was im Fußball oft passiert, dann klingelt es hinten, aber für mich nicht verdient. Also ich würde verstehen, wenn Thomas Fröschl heute Nacht nicht zum Schlafen kommen würde, denn es gibt zwei Szenen in diesen verhängnisvollen 5 Minuten, die dieses Spiel wohl vorentscheiden hätten können, zumindest sehr, sehr richtungsweisend. Wir beginnen auch gleich mit dieser Szene in Minute 48. Unglaublich, dass er da diese Chance hat liegen lassen. Ja, er hat noch Glück in der Entstehungsgeschichte, aber andererseits zeigt es auch den Mut und seine Entschlossenheit, dem Ball nachzugehen und kriegt ihn mit ein bisschen Glück zurück. Und dann, wie du richtig sagst, Christian, das ist eine Chance, die ein Topstürmer seiner Klasse verwerten muss. Da hatte auch Ried durch die Pausenführung, also den Treffer unmittelbar vor dem Pausenpfiff, logischerweise auch viele, viele Räume gefunden in dieser Phase. Naturgemäß, wenn sich ein Spiel so entwickelt, welche Zugänge hast du da bei Rapid gesehen? Naja, sie haben es am Beginn der zweiten Halbzeit wieder nicht geschafft, dieses hohe Pressing der Rieder in den Griff zu bekommen. Und ja, die Rieder haben das richtig gemacht, haben sie nicht dann hinten aufgestellt, sondern nachgepresst, genauso weitergemacht wie in der ersten Halbzeit. Und sich auch verdientermaßen diese Chancen rausgespielt. Und Rapid hat ganz lange überhaupt kein Rezept gefunden, um dagegen zu halten. War in Wahrheit lange Zeit nur über Standards gefährlich. Und erst wirklich dann in der Endphase bis zu den Toren. Thomas Fröschl zum Ersten haben wir gesehen. Thomas Fröschl mit der 100%igen Torchance, wie man so schön sagt. Zum Zweiten, nämlich nur 5 Minuten später nach Idealzuspiel von Kirche. Nicht nur Idealzuspiel, Kirche spielt sich die Chance überhaupt erst raus. Es gewinnt den Ball auf der Mittelauflage und schiebt dann nach, setzt nach und kommt so überhaupt in die Position, erst diese Flanke zu spielen. Ja, und Fröschl wieder in der richtigen Position, wird dann noch ein bisschen gestört, also es schaut leichter aus, aber auch den kann man machen. Gibt's das, muss man sagen, wahrscheinlich von heraus. Und Lasse Chabi wird sich wahrscheinlich gedacht haben, das ist ja unmöglich, dann nicht reinzubringen. Goran Djuricin, Glückwunsch, der Fluch ist gebrochen gegen Ried, das erste Mal im Cup triumphiert, dann mit dieser Phase in der Schlussviertelstunde. Sie kommen gerade recht, wir haben gerade die 2 Fröschl-Chancen auch vorgezeigt. Wie gezittert haben Sie da, dass das heute in die falschen Bahnen geht aus Rapid-Sicht? Ja, ich habe versucht, so ruhig wie möglich zu bleiben. Alles andere bringt nichts. Ja, wir haben ein bisschen was korrigiert in der Halbzeit und ich habe noch einmal die Moral angesprochen, dass wir jetzt da eigentlich nichts zum Verlieren haben. Wir wollen unbedingt gewinnen. Kompliment an die Mannschaft, das haben sie gezeigt. Also sie haben alles reingehaut. Zweitens, die Stürmer treffen wieder. Das freut mich irrsinnig. Drittens, die Fans. Ich möchte mich bei jedem Einzelnen bedanken. 7.100 Fans bei so einem Wetter gegen einen Zweitligist unter der Woche. Hut ab, danke an die Fans, die haben uns vorgepeitscht. Die zweite Halbzeit war mega Stimmung. Ja, und wie gesagt, die Moral hat gewonnen heute. Also wir haben alles rausgehaut heute und der Gegner hat uns irrsinnig schwer gemacht. Das war ein hartes Stück Arbeit und Kompliment an Ried. Man sieht, dass sie sicher bald in der Bundesliga landen werden. Die Fans, die da waren, haben sicher nicht bereit, hier diese Cup-Schlacht zu sehen. Sehr, sehr intensiv geführt von beiden Mannschaften. Schauen wir gleich auf die nächste Möglichkeit auch wieder für Ried. Wenn sie schon da sind, bleiben wir auch in der Chronologie, denn da hat es den Extra-Biedler in eine sehr, sehr gute Schussposition verschlagen. Lasse Chabi ist auch schon bei uns, kann auch gleich mitschauen. Da tut ihnen das Herz weh wahrscheinlich. Das war die Chance von Prosenik, nachdem vorher schon Fröschl 200 dort liegen lassen. Unglaublich, diese Situationen, ja. Oder? Ja. Schwer zu verschmerzen jetzt. Ja, wir sind selber schuld. Wir haben eine 200-300%ige Chance. Hätten wir 3-0 führen, hätten wir 4-0 führen. Und ich glaube, der alte Spruch, wenn du nicht schießt, kriegst du einfach. Mhm. Aber gut, das ist der Fußball. Wir sind jetzt raus unter Cup und wir müssen auf unsere Hausaufgabe einfach unser tägliches Brot vorbereiten in die Meisterschaft. Goran Djuricin, wie schwer war es denn so unmittelbar vor dem Pausenpfiff mit dem Gegentreffer da auch die richtigen Worte zu finden? Sie haben auch Sonnleiten eingewechselt anstelle von Maxi Hofmann. Auch ein gewisses Indiz für etwas, was Sie geplant haben? Nein, Max hat nicht mehr können, okay. Er hat Schmerzen gehabt. Ja, wie gesagt, ich habe die Moral angesprochen, dass wir jetzt alles reinhauen müssen und in der letzten Minute vom Pausenpfiff ein Tor zu bekommen, tut irrsinnig weh. Gerade deswegen sage ich Gratulation an meine Mannschaft, Hut ab, wie wir zweite Halbzeit aufgetreten sind. Heute hat der Glücklichere gewonnen, Ried hat 300%ige gehabt.
hätten als Sieger vom Platz gehen können, aber so ist es uns schon sehr oft gegangen, so ist Fußball leider. Der erste Treffer vor der Pause vom Strafstoß, der zweite dann auch. Wir können uns die Entstehung zu diesem Strafstoß in der zweiten Spielhälfte anschauen, eben der dann zum 1:1 geführt hat. Da hat Wiesmeier, der noch den ersten verwandelt hat, die Hände dort gehabt, Peter, wo sie nicht haben sollte. Ja, und für mich auch einen Elfmeter zu geben, ist natürlich unglücklich in dieser Phase aus kurzer Distanz, aber die Hände haben da oben nichts verloren, schaut sehr unglücklich aus und kann man für mich einen Elfmeter geben. Joel Linton ist dann angetreten, war das klar, dass er antritt, wenn es dazu kommt? Oder haben Sie es nicht den Spielern überlassen? Ich glaube, es war ein anderer eingeteilt, ich habe es ihm überlassen. Er hat so eine riesen Form, die letzten 5 Match heute war er wieder stark. Und da haben wir gedacht, wenn er einfach selbst so dran hat und will, dann muss er es auch machen. Das ist ein Stürmer halt. Ne? Lasse Czabi, sind Sie da konform mit Peter Hagmeier, dass das ein klarer Elfmeter war? Nein, es ist so, für SV Ried hat eine Hand nichts zu verlieren, für Rapid Wien ist der Gegner in der Nähe. Es ist immer im Fußball, bei der Große heißt immer, den Gegner kann er nicht, hat er den Ball nicht gesehen, und bei der Kleine heißt, der Hahn hat nichts dafür. Das heißt, für Sie kein Elfmeter? Das war kein Elfmeter. Und ich will das Schiri nicht kritisieren. Ich wünsche, dass Sie, auch wenn er zweite Liga gegen Bundesligisten spielen, dass Sie richtig pfeifen. Ich wünsche allen Schiri gut, dass Sie irgendwann bei der einen EM und bei der einen WM, aber wenn Sie so pfeifen, wird es schwieriger. Mhm. Schwierig wurde es dann, als Rapid auch noch nachgelegt hat, diesen Schwung auch mitgenommen hat, Goran Juricin, dann eben den Siegtreffer erzielt hat, wie Sie schon angesprochen haben, wieder ein Stürmer, wieder Quilly Dyer, der schon gegen den LASK mit beiden Treffern der Matchwinner war. Können wir auch drauf schauen, auch schön in Entstehung. Ja, wir gehen jetzt dorthin, wo es weh tut. Diese 3-4 Meter sind sehr, sehr wichtig. Das üben wir im Training, das besprechen wir im Training. Und die erste Stange ist immer sehr wichtig anzulaufen. Die Chance besteht halt natürlich, ist natürlich sehr, sehr viel höher, wenn du die erste Stange anläufst. Und man sieht es jetzt schon zum zweiten Mal beim Quilly. Inwieweit hat sich denn Lasso Czabi das gedeckt, was Ihre Mannschaft gezeigt hat, mit dem, was Sie geplant hatten gegen Rapid? Das sah sehr, sehr, sehr ordentlich aus über weite Strecken dieser Partie. Ich habe immer gesagt, Pokalspiele ist 50-50. Heute haben wir gezeigt, dass wir auch eine gute Mannschaft haben, dass wir auch gut Fußball spielen. Ich möchte auch trotzdem Goran, meine Freunde, gratulieren. Hoffentlich zum Halbfinale kommt auch weiter bis zum Finale wie letztes Jahr. Aber okay, das ist der Fußball. Da gibt es Sieger, da gibt es Unentschieden, da gibt es Niederlage. Ich akzeptiere das. Morgen wird Training und wir vorbereiten uns dann Lieferingsspiel. Mund abputzen und weitermachen, genau, nach diesem richtig. Motto. Goran Juricin, genau. Es gab aber auch Ansätze in dieser Partie, wo es schwer war, Lösungen zu finden für das Spiel der Rieder. Welche Zugänge haben Sie da gehabt, um das zu lösen? Ja, wir haben unsere Positionen nicht diszipliniert eingehalten. Wir haben keine Breite gehabt. Oft hat Poli im Halbraum, dann Schubesberger auch. Also wir haben keine Breite gehabt. Somit ist für den Gegner natürlich um einiges leichter. Das Positionsspiel war halt nicht so, wie es sein hätte sollen. Und das haben wir ein bisschen korrigiert. Und natürlich, wie gesagt, der Glücklichere hat heute gewonnen. Peter, nicht nur der Glückliche, auch die Mannschaft ist dann doch mehr gewollter, die sich auch nicht mental zurückschlagen hat lassen. Der Gegentreffer vor der Pause, die Riesenchancen, zweimal Fröschl, einmal auch noch Prosenik. Aber ich würde sagen, die Mentalität war bei beiden zu spüren, bei Rapid dann auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit, aber bei den Riedern irgendwo was abzusehen, das war so kräfteraubend, dieses Spiel. Sie haben so mutig nach vorne gespielt, dieses hohe Pressing auch in die zweite Halbzeit noch mit reingenommen und dann war irgendwo auch der Knacks zu spüren mit dem 1-1 und dann sind die Kräfte irgendwo auch geschwunden und insofern ist das für mich auch eine logische Erklärung, aber es ist keine Mentalitätsfrage. Volle Konzentration jetzt für den Aufstieg, ganz, ganz wichtig. Die Reform steht bevor, man sollte da schon natürlich oben mit dabei sein, ein ganz knappes Rennen, aber ich glaube, wenn die Mannschaft das abliefert, was sie heute abliefert, dann brauchen sie wenige Sorgen Falten haben, oder? Ja, täuscht die Seite? Ich kenne, weil das hier eine positive eingestellte Mensch. Wir werden alles tun. Wir werden alles versuchen, dass wir weiterkommen, dass wir nächstes Jahr in der Bundesliga. Und ich wünsche mir Rapid Wien alles Gute, dass sie dieses Jahr besser als letztes Jahr. Und das geht in Ordnung. Goran Juricin, und das Beste wäre eigentlich aus Rapid-Sicht, wenn da immer Oberösterreicher zu Gast sind, denn weder der LASK noch Ried gewinnt hier etwas. Hat man das im Vorfeld angesprochen, jetzt im Nachhinein, dass man da irgendwas aus den Köpfen bekommt, was vielleicht falsch ankommen könnte? Statistisch? Nein, gar nicht. Es ist, jede Woche brauche ich nicht so eine nervenaufreibende Partie. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, in Oberösterreich spielt man gut Fußball. Es war sehr, sehr knapp. Es war auch gegen LASK knapp. Es ist halt so, dass die Bundesliga eine sehr knappe Geschichte ist und ich sehe den SV Ried als Bundesliga-Verein. Ich freue mich schon, Sie sind willkommen in der Bundesliga. Wenn Sie so einen Job weitermachen wie der LASK hat, dann kann Sie nichts mehr aufhalten, denke ich. Wir haben heute auch gezeigt, dass man
Ried ist keine kleine Kopie von Lasker. Sind wir auch andere. Das ist ja nicht, das ist was Positives. Das habe ich positiv gemeint, okay, Lassert. Okay. Weil wenn man so spielt wie der Lask, ist das was Positives. Sie sind Vierter in der Tabelle oder Fünfter. Ja. Gut, hat man das auch geklärt. Dankeschön, Lassert Djabi, auch für diese fairen Worte nach dieser Niederlage. Glückwunsch zur Leistung, Glückwunsch, Goran Djuricin, zu diesem Aufstieg ins Semifinale. Wir haben, wollen wir noch nicht verraten, wir haben noch nicht aufgelöst, wer denn dann die Gegner sein könnten. Kvilitaja können wir jetzt auflösen, nämlich was er als erneuter Matchwinner zu sagen hat bei Christine Inhof. Bitte schön. Ja, Giorgi Kvilitaja, das 2:1, sozusagen das Siegestor geschossen. Sie sind gut drauf, haben ja auch gegen den Lask einen Doppelpack erzielt. Woher rührt die gute Phase? Ja, sehr gut, dass wir dieses richtige Spiel halt gewonnen. Und ich bin sehr glücklich für mein Siegestor, aber das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, wir haben gewonnen heute und weiter, wir gehen in Cup. Und jetzt wieder ein wichtiges Spiel kommt und ich hoffe, wir wieder gewinnen, weil es gute hat, es ist ein lucky comeback. Kvilitaja hat sich durchgesetzt im Kopfballduell, ein entscheidendes Kopfballduell also in dieser Partie. Und dir ist auch noch was anderes aufgefallen bei diesem Gegentreffer aus Riedersicht und beim Siegtreffer der Rapidler. Das hat sich schon irgendwie auch abgezeichnet, Peter. Nämlich eine Anhäufung von ganz, ganz vielen kleinen Fehlern. Vielleicht können wir die Szene gleich einspielen. Und das habe ich damit gemeint. Das Spiel war so aufreibend, war so intensiv, der Rieder. Sie haben wirklich da 60, 70 Minuten so viel investiert. Und da sieht man Markus mit dem Fehlpass. Dann kommen sie wieder in Ballbesitz. Also es haben sich ganz, ganz viele kleine Fehler angehäuft. Jetzt Ziegel mit dem Ballverlust. Dann kommt man eigentlich wieder in Gefahr. Dann ist es Haring, glaube ich, war der letzte Ballverlust. Es waren in einer Szene von 50 Sekunden, aber die Zeit mitlaufen. 4, 5 kleine Fehler, die im Endeffekt dann zum Tor führen und die einfach auch zeigen, dass bei den Riedern wirklich die Kräfte weg waren. Und konzentriert vom Strafpunkt aus war Schölinton, den hören wir jetzt im Interview. Einerseits natürlich Glückwunsch zum Tor. War das auch so ein bisschen eine Wiedergutmachung für die Chancen, die Sie in Hälfte 1 vergeben haben? Ja, danke. Ja, Gott sei Dank. Ja, ich habe dann auch gute Tschüss. Ich habe seitdem auch gut gespielt, habe Chance gehabt, aber leider keine Tore. Aber wir haben gute zweite Halbzeit gespielt und Sieger ist wichtig. Sie haben gesagt, eine gute zweite Halbzeit. Was hat schlussendlich den Unterschied ausgemacht, warum Sie heute hier in die nächste Runde aufgestiegen sind? Ja, wir haben Chance Tore gemacht. Erste Halbzeit, wir hatten Chance, aber keine Tore. Und zweite, wir haben zwei Chance gehabt und zwei Tore. Und ja, jetzt sonntags wieder mit und jetzt muss zurück. Und Sonntag wieder Kampf und Sieger. Wo sehen Sie noch Verbesserungsbedarf heute? Bitte. Wo könnte Rapid noch besser spielen, was man heute, vielleicht nicht so gut gemacht hat? Ja, er hat gute Chance, aber leider keine Tore und wir müssen noch besser machen. Ja, so muss ich immer weiter, immer trainieren und nächstes Mal noch eine und machen Tore. Rapid hat es vor dem Tor also besser gemacht als die Rieder, da sind sich heute alle einig, auch die beiden Trainer logischerweise. Prosenik können wir uns noch einmal anschauen, die Möglichkeiten, das wäre ja eine unglaubliche Geschichte geworden, wenn der das 2:0 und damit richtungsweisend vielleicht den Aufstieg von Ried gegen seinen Ex-Club fixiert hätte. Ich kann mich nicht erinnern, dass Ried, und ich war wirklich selber einige Male dabei, auswärts bei Rapid sich so viele hundertprozentige Chancen rausgespielt hat. Hier Prosenik auch wunderbar mit dem Doppelpass freigespielt. Also auswärts, wenn du bei Rapid 4, 5 hundertprozentige bekommst, dann muss das eigentlich reichen. Eine Moralinjektion, gerade aus Sicht der Hütteldorfer, dass jetzt endlich auch die Stürmer treffen. Das war schon ein leidiges Thema, auch in der Kabine, wie man gehört hat. Logischerweise sind diese entscheidenden Treffer, auch wenn sie von Mittelfeldspielern erzielt werden, dann doch maßgeblich, wenn sie dann die Stürmer auch dementsprechend umsetzen vorne. Wie wichtig ist das jetzt für diese Mannschaft, auch für den Rest der Meisterschaft, wo es jetzt noch Richtung Europa League und vielleicht sogar noch einem Champions League Platz geht? Also man muss heute unterscheiden. Ich muss trotzdem sagen, über 90 Minuten habe ich eine relativ enttäuschende Rapid-Mannschaft gesehen. Ja, gegen Ende war die Mentalität da, aber es wäre auch traurig, wenn die nicht da ist in einem Cup-Viertelfinale. Und zu den zwei Stürmern, da ist es bei beiden so, dass die arbeiten, dass die immer wollen. Gerade Joel Linton sich unglaublich viele Chancen selber rausspielt, ganz, ganz wichtig im Ballbesitzspiel ist.
und es mich vor allem für ihn besonders freut, dass er trifft und auch so wieder Selbstvertrauen tanken kann. Und Quilitei hat es ja letzte Woche schon bewiesen und ist auf jeden Fall für Rapid wichtig, wenn sie in der Meisterschaft vorne ein Wörtchen mitreden möchten. Und in der Meisterschaft ein Wörtchen mitreden möchte natürlich auch eine Klasse tiefer. Ried, Punkte gleich mit Innsbruck, einen Zähler vor Wiener Neustadt. Ist das deiner Meinung nach die Mannschaft, die es zu schlagen gilt? Es gibt ja zwei Fixaufsteiger und einen, der es über die Relegation schaffen könnte. Auf jeden Fall. Also für mich führt da kein Weg vorbei, auch wie sie heute wieder aufgetreten sind, wie man es über den ganzen Herbst beobachten hat können. Ried kann sich nur selber schlagen, es ist eine klare Philosophie da, es ist eine ganz starke sportliche Führung da und ist meiner Meinung nach der beste Kader in der zweiten Liga, vor allem mit einem großartigen Sturm. Xavi und Fröschl, auch wenn er es heute nichts unter Beweis stellen hat können, aber für mich wird der Meister SV Ried heißen.